Servus Kameraden, willkommen zurück zu WOT Replays. Ich bin Keule, die Replay Challenge Kalenderwoche 14 läuft. Wir sind unterwegs mit Sabiator vom Clan Krawall im Centurion AX, einem Medium Stufe 10 der Briten. Fährt im Zug mit Kraft 2000, ebenfalls vom Krawall, im E50M und mit Tau 252, ebenfalls vom Clan Krawall, im Objekt 2684. Was haben wir? Wir haben einen typischen Briten. Guter Turm, schwache Wanne, ja, überdurchschnittliche Beweglichkeit. Wir haben eine hübsche Kanone mit 268 Durchschlag auf Standardmunition, mit 330 Durchschlag und 390 Schaden auf Hohlladungsgeschossen. Und mit HE gibt es 480 Schaden bei 105 Durchschlag. Wie das halt so üblich ist, fährt man die Kiste mit Extraration, das heißt hier Pudding und Tee. Ich kann mir nicht vorstellen, was ekliger wäre als englischer Pudding und englischer Tee. Als Kombination. Beides getrennt, total lecker, aber bitte nicht zusammen. Gottes Willen. Ansonsten haben wir ein kleines Medikit und eine kleine Ersatzteilkiste. Also viel mehr als ein paar Batterien sind da nicht drin und in der Medikit, ja, ein paar Pflaster, das war's. So, wir sind im Rheinzehnergefecht gelandet. Wir sind auf dem Murowanka und wir haben als Gegner E100, IS4, IS7, T57 Heavy, das ist noch alles ein bisschen machbar. FV215, B183, FV4005. Zweimal Jagdpanzer E100, das sind die richtig bösen schweren Kanonen. Der erste Treffer geht genau auf den FV4005, okay. Das Blöde ist, wenn der sich revanchiert, dann halbiert er unsere HP, wenn wir Glück haben. Wenn wir Pech haben, löscht er uns mit einem Schuss aus. Da muss er zwar ziemlich gut treffen, aber das ist möglich. Jo. Ah, leider abgeprallt am Centurion AX. Da hat man gesehen, guter Turm. Kaum eine Chance da irgendwie durchzubrechen. So, wen haben wir denn da? IS-4 oder IS-7? IS-4. Hab's an der Silhouette nicht gleich erkannt. Da haben wir noch einen TD. Ja, erstmal blind reinhauen kann man machen. Breda hat genügend Munition dabei. Blöd wird es dann zum Ende hin. Wenn auf einmal die Munition fehlt. Ne, da ziehen wir uns lieber gleich zurück. Ohohoho, der war knapp. Und der war auch knapp. Sehr schön. Oh Mann. Junge, Junge, Junge. Da ist noch die Schmauspuren von der Kanone runterlecken können. Nee. Russische Türme brauchst du nicht zu versuchen zu penetrieren. Die sind noch schlimmer als britische Türme. Also die Russen haben ihre eigenen Panzer ziemlich stark gemacht. Muss man einfach mal so sagen. AMX 1309 kommt beim ersten Mal nicht durch, allerdings beim zweiten Schuss. Da sind wir dann fällig. Mal schauen, wo der unten durchgeschossen hat. Da, unten beim Turmkranz, der ist abgeprallt. Schwer zu sehen. Egal, wir haben bisher 398 Schaden ausgeteilt. Wir haben über 1300 Schaden gespottet. Objekt 2684, das wäre auch nochmal zum Überarbeiten, bitte, liebes Wargaming. Das ist eindeutig zu stark. Bewegt sich ähnlich schnell wie der Centurion AX, ist also mit 300 mm am ganzen Fahrzeug gepanzert. Okay. Der war schon tot, bevor er Schuss dein Rohr verlassen hat. Hier ist gleich die Möglichkeit, entweder vor oder hinter dem Centurion X alles, was da unten steht, einzukreisen und direkt anzugreifen. Wir haben bisher noch nicht viel Schaden gemacht. Im Gegensatz zu Groff 2000, von dem ich übrigens auch schon das ein oder andere Video da habe. Der hat schon 2 Kills auf der Uhr. In seinem E50M. Jawohl, untere Wanne, da geht was. Oben brauchen wir nicht probieren, 300 mm. Du kommst nur mit Premium durch. Und das noch nicht mal fix. Ist leider so. Centurion X prallt direkt bei uns am Turm ab. Müsste eigentlich wissen, dass er da kaum eine Chance hat durchzukommen. Kommandantenlug ist zwar relativ groß, aber
Da muss man hier ran. Auch mit so einer genauen Kanone. Wird schwer. Da ja. Kette gezogen, sehr schön. Unterstützungsschaden eingestreift. Auf Wiedersehen, Objekt 268. Den Rest können wir jetzt direkt wegrushen. Jawohl, schöner Schuss in die Seite des Turms vom Centurion X. Können wir hier nicht allein lassen. Sind noch zwei Panzer übrig hier unten? Ja, ich würde auf die rechte Seite fahren und versuchen zu umkreisen. Oh ja. Da hat es sich wieder gelohnt, einen russischen schweren Panzer zu kaufen. IS-4 am Turm extrem hart. Ganz schwer durchzukommen. Rest des Teams, des Gegnerteams, hat sich da von unserem Team aufhalten lassen. Vom Objekt 705A, vom FV215B183, einem Jagdpanzer, zwei Jagdpanzern. Sehr schöner Schuss. Ja, da bringt das was. Pudding und Tee. Kanone zielt deutlich schneller ein. Keine Ahnung, wie man jemanden mit Pudding und Tee motivieren soll, schneller einzuzählen. Bei mir reichen nur Gummibärchen. So. Ja, T57 Heavy. Längst nicht mehr auf dem neuesten Stand, was die Panzerung angeht. Inzwischen schießt er da fast hier durch den Turm. Auf Stufe 10. Wir sind noch mit Standardmunition unterwegs. Ne? Wir haben noch nicht mal Premium-Munition drauf. 3420 Schaden haben wir. Wir haben einen Kill. Grof, das ist halt 2000 inzwischen. Mit 4 Kills. Na, wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Ah, ist leider was dazwischen. Schade, der ging daneben. Warst du zu ungeduldig, was das Einziehen angeht? Kriegst du wieder einen Schuss drauf. E100. Vorsicht vor der Schelle. Ah, schieß nicht auf dich. Abgeprallt. Bleibt direkt in der Kette stecken. Das war schon eher was. Und damit ist raus. Unterstützungsschaden haben wir ebenfalls eingestriffen. 4166 Schaden. Immer noch ein Kill. Und 4156 Schaden gespottet. Beziehungsweise unterstützt. Jawohl, Objekt 2684 kommt die nächste Schelle. Jawohl, Kill Nummer 2. Leider ist Tau 252 schon raus. Schade, der hätte nicht getroffen. Sehr fein. Schaden durch Aufklärung allein am T57 über 1000. Und Kill Nummer 4. Hast aufgeschlossen. Das war's dann auch. 8 Kills zusammen. Was für eine geniale Runde. 5386 Schaden. Mal sehen, ob du mit dem einen oder anderen blinden Schuss da noch hast mehr machen können. Ich glaube aber eher nicht. Das wird wohl reichen. So, kleines Foto. Das war der Centurion. Sehr, sehr britisch. Sehr lange Kette. So gehört sich das. So, Victory. Wir haben Fire Effects, wir haben Fighter, wir haben Schläger, Spotter und ein hübsches M. Wir haben mit fast jedem Panzer auf dem Schlachtfeld zu tun gehabt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 2 haben gefehlt. Eieiei, nicht schlecht. Wir haben 1345 Basis-XP. Das war schon mal richtig gut. Unser Croft 2000 mit 981 Basis-XP nur. Bei 4075 Schaden, okay. Hätte ich eigentlich gedacht, dass er da auch ein bisschen mehr mit, aber okay, geht auch so. 29 Schüsse abgefeuert, 23 haben getroffen, das ist ein bisschen wenig. 15 haben nur geschlagen. Okay, wir sind halt ein Medium, dafür haben wir ein bisschen mehr Munition dabei. 5386 Schaden, insgesamt 2383 Schaden, über 300 Meter. Also britische Kanonen haben den Deutschen in puncto Genauigkeit nicht so viel hinterher. Wir haben 95.000 eingenommen, knapp 100.000, wenn man es ganz genau nimmt. 34.000 gehen in die Munitionskiste, 20.000 für Pudding und Tee. Das war schon eine richtige Orgie,
Wenn man 20.000 für Mutti und Deos gibt. Egal. Am Ende bleiben knapp 40.000 übrig, die du mit nach Hause nehmen kannst. Sehr schön. Hübsche, hübsche Runde. Vielen Dank fürs Einsenden, lieber Sapiato. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr klickt fleißig drauf. Lasst mir ein Like da und ein Abo für meinen Kanal. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Und nachdem ich so viel gehofft habe, bleibe ich für natürlich für immer eure Keule. Macht's gut und ciao.